willkommen zu Engagiert in die Region, hier aus dem Vorgebirgsblick in Bornheim-Merten. Und jetzt ist bei mir Bernd Marx. Er ist der erste Vorsitzende des Ortsausschusses Uedorf und auch der Ortsvorsteher. Hallo Bernd. Ja, grüß dich. Schön, dass du da bist. Bernd, du bist seit 16 Jahren oder jetzt im 17. Jahr Ortsvorsteher und hast den Ortsausschuss Uedorf gegründet, 2012. Und jetzt ist es die allererste, denke ich, und wichtigste Frage als Ortsvorsteher. Was würdest du sagen, sind deine wichtigsten Aufgaben in Uedorf? Ja, ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist, so ein Ansprechmensch zu sein, ein Mittler zwischen den Bürgern und auch der Stadtverwaltung. Weil viele haben Fragen, wissen nicht so genau, was los ist. Entschuldigung. Und die kommen dann zu mir und ich versuche dann, die Interessen der Bürger irgendwie dann auch zum Rathaus zu bringen oder ihnen einen Tipp zu geben, wie sie das am besten machen. Und ich habe da so eine Vermittlerfunktion. Ja. So nehme ich das wahr und so kommen die Leute auch zu mir. Ist das so ein bisschen wie so ein Bürgersprecher, so wie es früher den Klassensprecher gab? Ja, so ungefähr. Ne? Mhm. Also ich kann ja nur Tipps geben, wenn die Leute Probleme haben, dass die Einfahrt nicht in Ordnung ist, dass da der Löcher im Asphalt sind, dann kann ich ja nur Tipps geben. Ja. Wenden Sie sich bitte dahin oder zu dem oder zu dem oder lassen Sie sich eine Sprechstunde beim Bürgermeister geben. Irgendwie versuche ich da zu helfen oder rufen Sie Stadtbetrieb an, wenn da die Laterne nicht leuchtet oder was da alles so aufploppt. Es ist ganz unterschiedlich. Ja, aber du hast immer ein Ohr im Prinzip für die Sorgen und die Nöte der Bürger. Ja, habe ich. Versuche ich auf jeden Fall. Mhm. Ich gehe ja noch arbeiten und versuche dann in meiner Freizeit für die Bürger dann auch da zu sein. Die können mich anrufen oder mir eine Mail schicken. Und ja, und wenn es irgendwie möglich ist, versuche ich da auch zu helfen. Ja. Was hat dich, denn nachdem du ja bereits 8 Jahre Ortsvorsteher warst, dazu bewogen, 2012 den Ortsausschuss Uedorf zu gründen? Ja, ich habe festgestellt, dass da außer mir auch noch andere so den Eindruck hatten, wir müssen mal was machen im Ort. Es gibt da viele Interessierte, die was für ihren kleinsten Ort hier in Bornheim machen wollen. Wir haben ja nur 910 Einwohner ungefähr. Aber es waren viele, die sagten, ja, was können wir denn machen? Wir müssen uns mal zusammensetzen. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, wir gründen jetzt einen Verein. Und jeder kann mitmachen. Wir nehmen auch keinen Mitgliedsbeitrag. Wir finanzieren uns über Spenden, die wir bekommen. Und versuchen dann für den Ort was zu machen. Also von Uedorfern für Uedorfer. Das ist so der Grundgedanke, der uns da leitet. Und das klappt ganz gut. Ja, das heißt, ihr nehmt aber auch ganz normal Mitglieder auf. Das heißt, wenn man Mitglied im Ortsausschuss werden möchte? Ja, jeder, der in Uedorf wohnt, kann da Mitglied werden. Ja, wir haben ja auch eine Homepage, www.uedorf.de, da kann man einen Aufnahmeantrag ausfüllen. Man muss also keinen Beitrag zahlen, ist halt dabei und kann halt einfach mitmachen und wird halt informiert über das, was so in Uedorf ansteht. Ja. In naher Zukunft. Wie viele Mitglieder hat der Verein heute? Ja, so 20 bis 25. Mhm. Das sind nicht viele, aber dann die da sind, die packen auch mit an. So ja. Will ich es mal sagen. Wenn du mal so zurückdenkst an die Gründung, weißt du noch, welche Aufgaben ihr euch gesetzt habt und wie ihr die in den Folgejahren umgesetzt habt? Ja, Aufgaben. Oder Ziele? Wir haben versucht, unser Uedorf attraktiver zu machen. Wir haben also versucht, zum Beispiel neue Ruhebänke zu organisieren hier entlang des Rheins oder auch oben am Rheinuferweg, weil doch sehr viele da spazieren gehen hier. Die kommen ja aus dem Vorgebirge, aus Köln, aus Bonn. Das ist ja sehr beliebt da und haben versucht, da was zu machen. Wir haben versucht, für die Sauberkeit zu sorgen im Ort und auch unten am Rhein vorbei und. Wir haben Tempo 30 auf die Straße gemalt, hier diese Haifischzähne, eins nach dem anderen. Ne? Und jetzt im Dezember, da haben wir mit ich glaube, fast 40 Leuten haben wir da eine Buchenhecke entlang des Rheinuferwegs gepflanzt, fast 400 Pflanzen.
Da waren alle da und haben geholfen. Ne? Auch der Bürgermeister war da, hat mit angepackt und das zeigt, das funktioniert. Ja, ihr habt ja auch teilgenommen am Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft. Ja, da haben wir schon ein paar Mal teilgenommen und jetzt die letzten beiden Male haben wir jeweils Silber gewonnen. Silber heißt, man gewinnt auch einen Geldpreis. Das setzt uns dann wieder in die Lage, was zu machen. Das ist ja auch der Sinn und Zweck, dass man dann das, was man gemacht hat in den letzten Jahren, dann so eine Jury, die kommt aus Siegburg, vorstellt, was haben wir gemacht. Und wir hoffen, dass es jetzt dieses Jahr wieder stattfindet. Letztes Jahr ist ausgefallen, werden wir wieder mitmachen. Und ich denke mal, wir haben da auch einige Sachen, die wir jetzt neu gemacht haben in den letzten Jahren, die wir dann da präsentieren können und hoffen dann auch wieder gut abzuschneiden. Ja, aber ich finde, wenn alle mittun, ist ja die Chance relativ groß, dass das auch wieder so sein wird. Ja, denke ich auch. Also wir haben jetzt da diese Hecke gepflanzt, sowas haben wir vorher auch noch nicht gemacht. Wir haben vor 2 Jahren hatten wir 875 Jahre Üdorf, da haben wir ein ganz großes Fest organisiert. Wir haben eine Festschrift gemacht, die habe ich Ihnen hier mitgebracht. Wir hatten ein Programm mit Live-Musik, das ist ja heute undenkbar, aber das hat alles funktioniert und und hatten viele Veranstaltungen. Wir haben historische Führungen im Ort gemacht, um auch denen, die jetzt neu zugezogen sind, aber auch den Alteingesessenen, Üdorf zu zeigen. Wir hatten da einen Historiker, der ist durch Üdorf gegangen und hat dann alles mal gezeigt, weil Üdorf ist ja uralt schon. Und und all solche Sachen. Wir haben vor 2 Jahren eine eigene Wetterstation in Üdorf in Betrieb genommen, die Feinstaub misst und andere Sachen und. Und das werden wir, hoffe ich, dann dieses Jahr dieser Jury vorstellen und ja, mal sehen, ob wir dann wieder einen Preis gewinnen. Wir sind da guter Dinge. Ihr habt auch eine tolle Webcam, die einem immer zeigt, wie gerade das Wetter in Üdorf ist, oben am Rhein. Ja, das ist ganz richtig. Über dem Kaffeehäuschen ist eine Kamera angebracht und da haben wir einen tollen Blick auf den Rhein. Da kann man auch sehen, wie die Temperatur in Üdorf ist. Wenn ich in Köln im Büro bin, kann ich mal gucken, wie das Wetter ist. Das ist auch so ganz, ganz praktisch. Wir sind auch, glaube ich, der einzige oder einer der wenigen Orte in Bornheim, die eine eigene Homepage haben und eine Webcam hat niemand außer uns. Die ist auch verlinkt mit der Seite der Stadt Bornheim. Also ganz tolle Sache, aber das funktioniert auch nur, wenn alle mitmachen und man uns dann auch erlaubt, am Haus eine Kamera anzubringen und ja, kommt eins zum anderen. Und das ist es, was diesen kleinen Ort auszeichnet, dass wir doch viel dann gemeinsam auch hinkriegen. Ja, Bernd, wenn ich so höre, du arbeitest noch ganz normal und hast den Ortsausschuss gegründet, bist Ortsvorsteher. Das ist ja wahnsinnig viel Arbeit, auch die Menschen zusammenzuhalten, die da immer wieder zusammenarbeiten und zusammentun. Was ist es, was dich antreibt? Ja, was treibt mich an? Was zu machen für meinen Ort. Ich fühle mich da wohl mit meiner Familie und dann auch was zurückzugeben und den Ort schöner zu machen, attraktiver zu machen, dass die alle da wohnen, sich wohlfühlen und wenn ich sehe, dass die dann auch mitmachen und etwas für ihren Ort machen, das ist schon toll, ne? Finde ich gut und ist dann wohl nicht so ganz verkehrt, was ich mache. Ja, jetzt richtet ihr wirklich ja unzählige Aktivitäten aus, jetzt ja nicht nur die Teilnahme am Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft, sondern ihr macht ja wirklich in Nicht-Corona-Zeiten ja auch eine ganze, ganze Menge. Wie kommst du immer wieder auf eine neue Idee? Wo kommt der Impuls her? Sind das Menschen aus Üdorf, die zu dir kommen und sagen, Bernd, man müsste mal dies und jenes tun? Oder entspringt das deinem Kopf, dass du sagst, Mensch, es wäre gut, wenn wir uns in die Richtung bewegen könnten? Wie ist das so? Ja, sowohl als auch. Ne? Die Bürger haben Ideen, was man machen könnte. Also jetzt die Wetterstation, wir haben ein Mitglied, der ist Diplom-Meteorologe und sagte, wäre doch eine tolle Sache, ich biete auch an, das im Garten zu machen, der Christian Neuhaus. Und da haben wir dann drüber gesprochen, haben gesagt, ja, super Idee, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber das haben wir dann umgesetzt. Mhm. So, und mit dieser Hecke zu pflanzen, da bin ich drauf gekommen. Ich sagte, da waren solche großen Lücken in dieser Hecke, die war uralt. Da habe ich gesagt, da müssen wir mal was machen. Und alle anderen waren dann auch der Meinung, ja, das macht wohl Sinn.
Und ja, so haben wir das dann umgesetzt. So, aber so jeder bringt sich halt ein und so kommt eins zum anderen. Ja, und wahrscheinlich ist dann auch der Organisationsweg eher kurz. Also es dauert nicht 2 Jahre, bis ihr irgendeine Idee umsetzt, sondern das geht relativ schnell, oder? Ja, wenn wir das umsetzen können direkt, dann machen wir das auch direkt. Manche Sachen dauern etwas länger. Und ja, wir hatten jetzt dieses Jahr geplant, wieder einen Garagenflohmarkt im Frühjahr zu machen. Ja, den müssen wir wahrscheinlich verschieben im Herbst. Und wir wollten auch eine Schiffstour mit allen Üdowern machen. Wollten wir letztes Jahr schon machen, wegen Corona abgesagt. Also ich hoffe, dass wir das dieses Jahr hinkriegen, aber ich will da auch nichts versprechen. So, aber manche Sachen schieben wir auch. Ne? So, und ich sage, und wenn dieser Garagenflohmarkt wieder geht, dann werden wir den machen. Mhm. So, und von daher, nee, wir versuchen Sachen zeitnah umzusetzen, soweit es möglich ist. Und ja, ja, das muss ja auch alles passen dann, ne? Ja. Dass die Leute Zeit haben und Interesse, und dann setzen wir es auch um. Ja. Mhm. Und wenn es darum geht, dann setzen wir da auch was um. Dann sprechen wir auch über den YouTube-Kanal. Hätte dir jemand vor 2 Jahren gesagt, Bernd, dass du mal einen eigenen YouTube-Kanal für Üdorf haben würdest, du hättest es nicht geglaubt. Nee, hätte ich nicht geglaubt, aber... Wie kam es dazu? Ja, wie kam es dazu? Wir haben gemacht, immer einmal im Jahr, im Frühjahr, vor Ostern, eine Dorfversammlung, so habe ich es genannt, in der Aula der Verbundschule. Und da habe ich dann versucht, alles das, was geplant ist im Ort, dann darzustellen oder was wir gemacht haben, und um so einen Austausch mit der Bevölkerung zu haben. Dann kamen noch wieder Anregungen, was können wir noch machen, was für Ideen kommen aus dem Ort raus. Und ja, das ist letztes Jahr schon ausgefallen, dieses Jahr wieder. Und durch Zufall sprach mich jetzt jemand an, vor kurzem, ein Üdorfer Bürger, den ich vorher so nicht kannte, und sagte, ja, warum macht ihr nichts? Ne? So, und ich habe mich dann schnell überzeugen lassen, dass das vielleicht dann die Lösung ist, dass wir dann über YouTube ab und zu was aufnehmen, wo ich dann ein bisschen erzähle, was gerade in Üdorf so anliegt, was geplant ist, um dann die Bürger so ein bisschen zu informieren und auf Stand zu halten, weil ich gar keine andere Möglichkeit mehr habe. Ne? Ja. Weil Versammlungen darf man nicht abhalten, selbst unter freiem Himmel nicht. Und wann das wieder normal wird, weiß auch keiner. Und deswegen war das jetzt die Lösung. Aber du hast recht, wenn mir das einer vor 2 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, du spinnst. Ne? Wozu? Was soll ich als Ortsvorsteher mit einem eigenen YouTube-Kanal? Aber auch Üdorf wird ja multimedial. Wie seid denn ihr dann vorgegangen? Ihr habt euch ja Unterstützung geholt, weil es ein Kollege auch schon so umgesetzt hat. Ja, ein Kollege hat das schon umgesetzt, und da war es dann naheliegend zu gucken, ja, machen wir das auch. Und da bekam ich halt Unterstützung von einem Üdorfer Bürger, der gesagt hat, ich helfe dir dabei und wir probieren das einfach mal aus. Und ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und ja, wir werden es jetzt 2-mal im Jahr vielleicht, oder wenn irgendwas Besonderes anliegt, auch mehr öfters machen. Und wir werden jetzt nächste Woche nochmal machen, dann vor Ostern, was so im Frühjahr, Sommer geplant ist oder was eben nicht stattfindet. Aber zumindest, dass die Leute informiert sind, weil eine andere Möglichkeit habe ich im Moment nicht. Und ist alles traurig, aber machen das Beste draus, und so bin ich zum YouTuber geworden. So wird man zum YouTuber. Ich glaube, ja. Es ist vielen YouTubern so gegangen, dass die plötzlich einfach so zum YouTuber wurden. Jetzt ist es ja ohnehin so, du bist in Üdorf ja eigentlich bekannt wie ein bunter Hund. Und wenn einen so viele Leute kennen wie dich, ist es natürlich auch so, dass dir, ne, auf der Straße gewunken wird und dass, wenn alle wissen, du hast ein offenes Ohr für sie, ja auch alle an dich herantreten. Sicherlich auch häufiger schon mal in Situationen, wo du denkst, ach, hätte man mich mal lieber angerufen oder mir eine Mail geschrieben und mich nicht im Supermarkt angesprochen. Aber so als das Ansprechpartner-Dasein, deine Familie ist das vermutlich gewöhnt. Ja, klar, die sind das gewöhnt. Kommen auch auf dich zu, mit Dingen, die sie gerne umgesetzt haben möchten in Udorf. Nee, weniger. Ne? Also die kriegen das ja mit. Ja. Und das ist aber kein Problem. Und ich mache das jetzt schon 16 Jahre oder was. Von daher ist das jetzt nichts Neues. Und ich kann damit umgehen. Am Anfang war das ungewohnt, ja, aber jetzt mittlerweile, im Laufe der Zeit, ja,
ist das Routine und man kennt sich auch viel mehr aus und kann den Leuten auch viel besser helfen wie am Anfang, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie wird man denn Ortsvorsteher? Ist das eine Wahl, mal so für alle, die das nicht wissen? Ja, eine Wahl ist es. Man wird nachher vom Stadtrat gewählt zum Ortsvorsteher. Mhm. Vorangegangen sind Kommunalwahlen und da war es dann so, dass eben eine gewisse politische Mehrheit da war, die vor 16 Jahren gesagt hat, wir würden gern den Bernd Marx zum Ortsvorsteher wählen. Weil die Mehrheit im Ort, das waren dann so ein Zusammenschluss von gewissen Parteien, gesagt haben, okay, der soll es werden. Mhm. Und so war das ja jetzt auch mit vielen jetzt Ortsvorstehern, die jetzt im Oktober gewählt worden sind. Und ja, so bin ich dann durch Zufall dann, man hat mich schon gefragt, willst du das machen? Und da habe ich gesagt, ja, ich überlege mir das mal. Und habe dann gesagt, okay, unter einer Voraussetzung, ich möchte in keine Partei eintreten. Und so habe ich das die ersten 10 Jahre bin ich dann über die Grünen, war ich dann Ortsvorsteher. Mhm. Und jetzt die letzten 6 Jahre da bin ich in die Fraktion der CDU dann, aber auch als Parteiloser. Und jetzt bin ich da halt über die CDU-Liste bin ich dann Ortsvorsteher geworden. Bernd, was würdest du sagen, wobei braucht ihr aktuell oder schon mal vielleicht auch im Zukunftsblick, wenn sich alles wieder lockert ein Stück weit, wobei braucht ihr aktuell Hilfe? Was sind die nächsten Dinge, die so kommen? Wie meinst du das jetzt, Hilfe? Gibt es Projekte, Aktionen, die du im Kopf hast, wo es schön wäre, wenn mehr Mitglieder zum Beispiel dabei wären, wenn mehr Menschen noch Mitglied im Ortsausschuss würden? Ja, wir sind über jedes Mitglied froh, weil jeder bringt wieder so einen anderen Aspekt da rein und hat andere Ideen. Von daher, Mitglieder kann man gar nicht genug haben, weil die da sich melden und sagen, okay, ich mache da mit, die machen dann auch mit. Ja. In irgendeiner Form bringen die sich ein und man sieht ja jetzt hier, dadurch, dass ich jetzt angesprochen wurde, da so ein Video zu drehen, kommen da Leute wieder so rein, die ich gar nicht kannte, ne, die aber was für ihren Ort machen wollen, in dem sie wohnen und in dem sie sich wohlfühlen. So, Hilfe. Ich sag mal so, was jetzt ansteht in Uedorf ist die Turnhalle in Uedorf an der Verbundschule, die ist jetzt 55 Jahre alt, okay. Die ist, ich sag jetzt mal, marode und da steht eben an, wird sie abgerissen, neu gebaut oder saniert. Und ich hatte mit allen Vereinen, die dort Sport treiben, gesprochen. Und die Vereine haben mich beauftragt, als Ortsvorsteher dann den Bürgermeister anzuschreiben, dass die Vereine, die die Halle nutzen und sie auch kennen, sagen, würden uns sehr freuen, wenn ein Neubau käme, weil die alte Halle eben ja, so runtergekommen ist. Der Sanitärbereich, der ist wirklich uralt und es wäre sehr, sehr gut und das Dach regnet öfters auch schon mal rein und mit der Heizung ist auch nicht immer einfach. Mhm. Naja, also ich hoffe, dass die Stadt Bornheim dann bei ihrer Abwägung dazu kommt, dass es auf Neubau der Turnhalle hinausläuft. Das würde viele in Uedorf, die da auch Sport in der Halle treiben, sehr freuen. Ich bin da selber im Tischtennisverein, kenne von daher schon seit Ewigkeiten die Halle und weiß auch und habe das auch dem Bürgermeister so mitgeteilt. Ich hoffe, es wird so umgesetzt, aber das ist auch immer eine Kostenfrage, muss man dann sehen. Aber jetzt in Sechtem die Turnhalle, die ist auch saniert worden und im Endeffekt kam raus, Neubau wäre genauso teuer gewesen. Ja. Und wenn das so ist, denke ich mal, dann macht ein Neubau auf jeden Fall Sinn. Ja. Ja, aber da muss man jetzt mal abwarten, was da rauskommt. Aber ich kann nur sagen, das wäre meine Hoffnung jetzt, für die nächsten Jahre, dass wir da eine neue Turnhalle hinbekämen, wenn es realisierbar wäre irgendwie und dass die alte dann eben ersetzt wird. Ja. Das heißt, es braucht am Ende einfach auch ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl, auch immer wieder ein Stück weit Verhandlungspartner zu sein. Und Bernd, ich glaube, es braucht genauso jemanden wie dich, der auch mit einer ganz großen Bedachtheit und Umsicht an die Projekte geht und seine Bürger gut vertritt. Ich danke dir sehr, dass ich dich all das fragen durfte. Kein Problem. Das war engagiert in der Region
Wieder aus dem Vorgebirgskrieg in Bornheim-Merten, heute mit Bernd, dem Ortsvorsteher und dem ersten Vorsitzenden des Ortsausschusses Uedorf. Bernd, danke, dass du da warst. Ja, gerne. Und wir sehen uns demnächst wieder bei Engagiert in der Region. Bis dahin, tschüss.